Hallo und herzlich willkommen zurück zu Und dann gab's keines mehr von Agatha Christie. Ja, im letzten Part ist Ethel Rogers zusammengebrochen und wir müssen dem Doktor seine Tasche geben. Komm, schnell. Put, put. Danke, Mr. Narricott. Ich stehe in Ihrer Schuld. Die Animation war wirklich Hightech bei diesem Spiel, also. Na egal. Zum Glück kenne ich mich schon im Haus aus und weiß, wie man am schnellsten wohin kommt. So, befragen wir mal die Typen, was sie zu dieser Schallplatte, was sie Also, von dieser Rogers, Schallplatte erzählen Sie halten. uns von dieser seltsamen Stimme. Das war Mr. Owen, Sir. In seinem Brief wies er mich an, Sie auf das Grammophon zu legen, sobald Sie alle nach dem Essen hier sitzen. Das war die Stimme von Mr. Owen? Bezweifeln Sie, dass er es war? Nein, nein, ich dachte, ich hätte Sie erkannt. Ich habe mich wohl geirrt. Was für ein übler, grausamer Scherz. Sie halten das für einen Scherz? Was soll es denn sonst sein? Ich muss noch einige Zeugen vernehmen, bevor ich dazu meine Meinung äußere. Ganz der Richter. Boah, der geht komisch. Mr. Marston und ich haben Mrs. Rogers auf ihr Zimmer gebracht. Ich gab ihr ein leichtes Beruhigungsmittel. Regional. Von wem auch immer diese Aufnahme stammt, er hat sich die Mühe gemacht, sich sehr genau über uns zu erkundigen. Er hatte recht, was Seaton betrifft. Ich war Richter bei dem Prozess. Aber ich habe lediglich einen schuldigen Mann verurteilt. Ich erinnere mich an den Fall. Wenn ich mich recht erinnere, wurde gemunkelt... Zum Glück wird nicht durch Gemunkel über Schuld und Unschuld entschieden, sondern von jenen, die dazu befähigt sind, ein Urteil abzugeben. Auf dieser Aufnahme wurde eine Person nicht erwähnt, Mr. Narricott natürlich. Laut Mr. Blaw hat er allerdings einen Platz darin verdient. Nein, das stimmt wenn nicht. Wenn Mr. Owen dazu geneigt gewesen wäre. Ich bin unschuldig. Ich habe nur meinen Bruder gerettet, geholfen, was auch immer. Ich bin nett, ich bin gut. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Das ist Auslegungssache, wissen Sie, aber ich müsste die Frage bejahen. Sie Mörder! Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? Eine ältere Frau, armes Ding, ich hatte die Nacht durchgearbeitet, ein Notfall. Ich war mit den Nerven fertig, mir zitterten die Hände, aber ich musste operieren. Ich musste versuchen, sie zu retten. Ich trank ein oder zwei Gläschen, um mich zu stärken, aber ich habe es verpfuscht. Er ist Alkoholiker. Es war nicht der Alkohol, das schwöre ich. Es war ein Unfall. Es hätte jedem anderen Arzt auch passieren können. Jeder andere Arzt, der betrunken bei der Arbeit ist, natürlich. Was führte Sie hierher, nach Shipwreck Island? Owen schickte mir einen Brief, ob ich mir seine Frau ansehen würde, die an Arthritis und Muskelkrämpfen leidet. Was war das für Klatsch bezüglich des Seaton-Prozesses? Ich will keinen Klatsch über einen Mann mit einem Ruf wie dem von Richter Wargrave verbreiten. Wenn ich mir bei Ihnen sicher wäre, vielleicht. Aber das bin ich nicht. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, Doktor. Dieser Klatsch, der Richter wurde... Also im Buch war es so, dass die Jury geneigt war, ihn für unschuldig zu bekennen. Und dann hat der Richter Wargrave sein Plädoyer gehalten und... Also damals haben Richter noch Plädoyers gehalten und wegen seinem Plädoyer wurde er doch schuldig gesprochen. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Die Namen kommen mir irgendwie vertraut vor. Es fällt mir bestimmt wieder ein. Was führte Sie hierher nach Shipwreck Island? Ich bekam ein Telegramm von einem alten Kumpel, Badger Barclay. Hab mich schon ein wenig gewundert, denn ich dachte, der alte Schwerenöter wäre nach Norwegen ausgewandert. Ist auch. Darin stand jedenfalls, ich solle hier antanzen. Danke, Basti. Das ist eine Lüge, was er erzählt. Also den Badgerbug, ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Davon ist kein Wort wahr. Miss Brady war immer schon bei schlechter Gesundheit. Schon als wir bei ihr eingestellt wurden. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? In der Nacht, in der sie starb, gab es einen Sturm, wie der, der gerade aufkommt. Die Telefonleitung war tot. Wir konnten den Arzt nicht rufen. Ich bin zu Fuß hingelaufen, um ihn zu holen, aber er kam zu spät. Wurden Sie im Testament bedacht? Kaum. Jedenfalls nicht mit dem, was wir erwartet haben.
Sie hat es uns nur gesagt, damit wir bei ihr bleiben. Bitte um Entschuldigung. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Der Stress des heutigen Abends nehme ich an. Und die Sorge um Mrs. Rogers, natürlich. Der nennt seine eigene Frau Mrs. Rogers. Okay, das ist zwar schon sehr alt, aber ich werde meine Frau niemals Mrs. Rogers nennen. Oh Gott. Was führte Sie hierher nach Shipwreck Island? Liegt es nicht auf der Hand, Sir? Meine Frau und ich wurden durch eine Agentur in Plymouth angestellt. Als Butler, Haushälterin und Koch. Das wird was wir sind. Danke für diese Offenheit. Also, der Narrowcut verschluckt manche Worte, also wenn ihr das nicht versteht... Ja, manchmal spricht er leider leise. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Ich erinnere mich an Seaton sehr gut. Dramatiker, kein sehr guter. Angeklagt wegen des Mordes an einem Mädchen vom Chor. Er wurde sehr geschickt verteidigt und hat einen guten Eindruck auf die Geschworenen gemacht. Dennoch war mir klar, dass er es getan hatte. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe dementsprechend plädiert und die Jury erkannte auf schuldig. 3 Tage später erhängte er sich in seiner Zelle. Damit hatte dem Staat die Mühe und die Kosten erspart. Die Justiz kann sich manchmal irren. Vielleicht, aber ich nicht. Was führte Sie hierher nach Shipwreck Island? Ich erhielt einen Brief von einer alten Freundin, Lady Constance Carmington, in dem sie mich über das Wochenende einlud. Es war genau die Art des vagen, zusammenhanglosen Briefs, den sie schreiben würde. So einfach ist es. Danke für Ihre Hilfe, Mr. Morgan. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Dieser Junge, Cyril Hamilton. Ich war sein Kindermädchen. Noch mehr Dialoge. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich möchte es Ihnen erzählen. Was ist das für eine Aussage? Ich möchte es Ihnen erzählen. Zu weit hinauszuschwimmen. Eines Tages war ich kurz abgelenkt. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Es war furchtbar. Aber ich war nicht schuld. Bei der Untersuchung wurde ich vom Richter freigesprochen. Und seine Mutter. Sie war so freundlich. Wenn sie mir nicht die Schuld gegeben hat, warum jetzt diese schreckliche Anschuldigung? Haben Sie mir ganz bestimmt alles erzählt? Ich möchte mich dazu nicht weiter äußern, Mr. Narrowcott. Das heißt, sie hat nicht alles erzählt. Was führte Sie hierher nach Shipwreck Island? Ich wurde über eine Agentur als Sekretärin von Mrs. Owen vermittelt. Nichts Bemerkenswertes, oder? Danke für Ihr Gehör, Miss Clay. Oh, tut mir leid für den Gen, aber ich finde die Dialoge so langweilig teilweise. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie? Ich meine, immer 10 Personen. Dieser Kerl verbreitet ein abscheuliches Gerücht, mehr nicht. Arthur Richmond war einer meiner Offiziere. Ich schickte ihn auf eine Aufklärungsmission. Er wurde getötet. Ein ganz normaler Vorfall in Kriegszeiten. Danke. Machen Sie es gut. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Owen hat gründlich geforscht. Die Beschuldigung entspricht der Wahrheit. Ich wüsste aber nicht, warum ich Ihnen die Details erzählen soll. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? Es stand damals überall in den Zeitungen. Es war ganz einfach eine Frage der Selbsterhaltung. Eine Jagdgesellschaft verirrt sich im Dschungel. Der große weiße Jäger überprüft den Proviant, rechnet seine Chancen aus und verschwindet allein. Und überlässt 21 Männer dem Tod. Nicht gerade ritterlich, ich weiß. Was führte Sie hierher nach Shipwreck Island? Owens Rechtsanwalt, ein Mann namens Archibald Morris, rief eines Tages an, wollte mir 100 Guinness geben, wenn ich mich dieser Gesellschaft anschließe. Ich sollte Owen, falls erforderlich, meine Spezialkenntnisse zur Verfügung stellen. Was für Spezialkenntnisse sind das? Man könnte sagen, dass ich ein Mann für schwierige Aufgaben bin. Schönen Abend. Oh Gott, wer noch? Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Hören Sie, Narrowcott, wenn Sie sich so nennen wollen. Die Regeln haben sich geändert, sehen Sie das nicht? Vergangenheit ist Vergangenheit. Um die Gegenwart sollten wir uns Sorgen machen. Hier stimmt was nicht. Langweilig. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? Na schön. Vielleicht habe ich den Purcells ab und zu einen Gefallen getan, aber wenn Ihr Bruder zu Unrecht belastet wurde, damit hatte ich nichts zu tun. Ja, Sie gaben mir Geld dafür, dass ich gegen Landor falsch aussagte. Mit Ihrer Hilfe konnte ich genug beiseite legen, um eine eigene Detektei aufzumachen. Was ganz Schlichtes. Aber seitdem bin ich sauber. Ehrlich. Landor ist gestorben. Er bekam lebenslänglich und starb ein Jahr später in Dartmoor. Es war nicht meine Schuld, dass er von zarter Konstitution war.
Was führte Sie hierher nach Shipwreck Island? Ich betreibe inzwischen eine Detektei in Plymouth. Ich bin im Auftrag hier, um den Schmuck von Mrs. Owen zu schützen. So stand es jedenfalls im Brief. Mrs. Owen. Von wegen. Ich glaube nicht, dass es die überhaupt gibt. Danke. Tut mir leid, wenn ich so demotiviert bin, aber ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt und kenne die Dialoge im Schlaf. Und tut mir leid wirklich, wenn ich dumme Kommentare mache, deswegen. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Beatrice Taylor stand in meinen Diensten. Kein nettes Mädchen, wie sich später herausstellte. Sie war ein leichtes Mädchen, ohne jede Moral. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? Es dauerte eine Weile, bis ich erfuhr, dass sie in Schwierigkeiten war, wie man so sagt. Ihre Eltern waren anständige Leute, wie ich. Zu meiner Genugtuung haben sie ihr Benehmen auch missbilligt, als ich ihnen davon erzählte. Was geschah mit Beatrice? Selbstverständlich habe ich mich geweigert, sie auch nur eine Stunde länger unter meinem Dach zu behalten. Soll niemand behaupten, ich würde Unmoral dulden. Wie ist sie gestorben? Nicht genug damit, dass sie eine Sünde auf dem Gewissen hatte. Sie beging eine noch ernstere. Sie nahm sich das Leben, warf sich in den Fluss. Hätte sie sich wie eine anständige junge Dame benommen, wäre sie heute am Leben. Sie bereuen nichts? Sie bereitete ein ausgezeichnetes Frühstück. Das vermisse ich. Frischer Saft. So eine dumme Kuh. Was führte Sie hierher nach Shipwreck Island? Ich erhielt einen Brief mit einer Unterschrift, die fast unleserlich war. Angeblich stammte er von einer Frau, die ich vor 2-3 Jahren an einem Ferienort kennengelernt hatte. Ich bin aber ganz sicher, dass ich jemanden mit dem Namen Owen weder kenne noch ihm je begegnet bin. Das steht jetzt, gestern habe ich gehört, wie sie bla bla bla. Das ist eigentlich vor ein paar Minuten erst passiert, also ich verstehe nicht, da steht, gestern habe ich gehört das. Gestern habe ich gehört, wie Sie Miss Claythorne gegenüber St. Tritnick erwähnt haben. Vor 4 Jahren habe ich in dieser Augustwoche in einem Strandhotel bei St. Tritnick gewohnt. Dieser Junge, Cyril Hamilton, ertrank dort in der Nähe. Es war Stadtgespräch. Sein Halbbruder war viel älter. Hugo hieß er, glaube ich. Cyril war wohl ein abscheuliches Kind, sollte aber den Familientitel und das Vermögen erben. Als er starb, ging alles auf Hugo über. Er war etwa im Alter von Miss Claythorne. Es hieß, dass zwischen ihnen etwas war. Wollen Sie etwa sagen, dass Vera den Jungen ertrinken ließ, damit ihr Mann, den sie liebte, erben konnte? Das wäre üble Nachrede. Ich gebe mich der üblen Nachrede nicht hin. Ich habe Ihnen nur die Fakten erzählt, wie ich mich an sie erinnere. Das wäre alles. Gut, Leute, ich habe schon gesehen, dass ich ein bisschen überzogen habe. Also ich beende den Part und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!